Erster Tag der Europameisterschaften hier in Schwechat und wir haben schon einige hochinteressante Spiele gesehen. Allen voran natürlich waren wir gespannt, wie sich Österreichs Damen und Herren hier bei ihrer Heim-EM schlagen würden. Und ich muss sagen, Hut ab vor den Leistungen, vor allem vor Österreichs Damenteam, die es geschafft haben, sowohl gegen die Türkei als allen voran natürlich auch gegen die Niederländer zu gewinnen. Im Viertelfinale haben sie natürlich gleich den nächsten schweren Brocken vor der Brust, indem sie auf die sehr starke Mannschaft aus Deutschland treffen. Ich denke, dass Susi Liugia alles dafür tun wird, ihre guten Leistungen. Sie hat zum Beispiel auch es geschafft, gegen Li Jiao zu gewinnen, eine Spielerin, die ihr normalerweise nicht so sehr liegt, fortzuführen. Ich bin sicher, dass es ein hochinteressantes Match auch hier gibt und ein sehr würdiges Viertelfinale für diese Europameisterschaft. Ausgeschieden im Rennen um die Medaillen sind aus österreichischer Sicht leider die österreichischen Herren, die probiert haben, es den deutschen Herren so schwer wie möglich zu machen. Die deutschen Herren waren natürlich ein klein wenig auch gehandicapt, indem Deutschlands Nummer 1 Timo Boll verletzungskrankheitsbedingt absagen musste. Nichtsdestotrotz haben sich die deutschen Herren sehr, sehr stark gezeigt hier, haben vor allem in den entscheidenden Augenblicken die wichtigen Punkte gemacht und konnten so Österreichs Ansturm abwehren. Und ich bin also sehr gespannt auf das Viertelfinale morgen, dass Deutschland entweder gegen Polen oder eben gegen Schweden führen wird. I was leading 2-0 and after Patrick changed a little bit his service to my middle, this I didn't catch it so good and that's why I make some mistakes in the third set, also tactic mistakes. But I think in the fourth set I was leading 6-3. I had quite good control the game and I make some concentration mistakes with my forehand topspin. He had some lucky balls and that's it. Then after it's going quite fast. And in the fifth game, it was quite same. He was always leading 2 points. After I come back with my service and everybody win his service. Yet again some lucky balls, but again some when I had my chance, I make some mistakes with the forehand topspin, and it was I think the biggest reason why I lost the game. Spanien und Weißrussland war das nächste Spiel, auf das ich heute ein bisschen größeres Augenmerk legen wollte. Der immerhin 37-jährige Wladimir Samsonow überzeugt mich immer wieder durch seine Gentleman-Art und Weise, wie er Tischtennis spielt, wie er fast filigran zu den Bällen sich bewegt. Nichtsdestotrotz musste er ein bisschen mehr arbeiten, als er sich das vielleicht vorgestellt hatte. 2 Siege steuerte er bei zum 3-1 Erfolg von Weißrussland gegen Spanien. Es ist häufig schon das Ergebnis, wie Weißrussland versucht, die Spiele zu gewinnen über viele Jahre hinweg. Wladimir Samsonow noch 2 Punkte, dann die Hoffnung auf einen weiteren. Pavel Platanov war diesmal derjenige, der den weiteren Punkt beisteuerte, indem er gegen Jesus Cantero gewann. So sehen wir morgen wieder Weißrussland in einem weiteren Viertelfinale und ich persönlich hoffe, dass ich Wladimir Samsonow auch noch ein bisschen länger bei diesem Turnier sehen kann. Hier bei den Europameisterschaften in Schwechat, in der Werner Schlager Akademie, habe ich die Möglichkeit gehabt, mit vielen Spielern zu sprechen. Bislang ist das Feedback, das ich bekommen habe, durchaus positiv. Österreich ist es ja schon gewohnt, große Veranstaltungen zu organisieren und haben auch ein bewährtes Organisationsteam, das auch dieses Mal bei den Europameisterschaften wieder ganze Arbeit leistet. Ich glaube, dass das Essen erfahrungsgemäß in Österreich ist Essen immer gut, aber auch dieses Mal bei den Europameisterschaften sehr, sehr gut von den Spielern angenommen wird und das Seinige dann dazu tun wird, dass vielleicht die Leistungen noch ein bisschen besser werden. Vielleicht ein Wort noch zur Werner Schlager Akademie. Es ist ja bei diesen Europameisterschaften nicht so, dass Österreich den größten Teil der Teilnehmer stellt, sondern tatsächlich die Werner Schlager Akademie mit 28 Teilnehmern. Und ich persönlich als Cheftrainer der WSA würde mir natürlich wünschen und drücke uns selbst etwas den Daumen, dass wir am Ende auch hier bei den Europameisterschaften in Schwechat zu den Medaillengewinnern zählen können.